Solidarität mit allen, die heute nicht hier sein könnten, weil ihnen nicht geholfen wurde. Wir sind am Anfang einer Bewegung, die noch viel größer werden kann, um dem Staat, um den europäischen Staaten zu zeigen, Menschenrechte müssen geachtet werden, sonst sind Menschenrechte nichts mehr wert. Auf Worte müssen Taten folgen und ihr seid Menschen, die tätig sind. Ihr seid hergekommen, ihr kennt mehr Menschen, wir können noch mehr Menschen mobilisieren, die zeigen, wir haben es satt, es reicht, so kann es nicht weitergehen und wir müssen dann auch einfach mal auf eine Brücke, die wir setzen, um zu zeigen, wir sind bereit, weiterzugehen. Und ich danke euch, dass ihr mit allen Menschen, die ihr kennt, in Zukunft sprechen werdet, darüber reden werdet, dass die Seebrücke eine Bewegung ist für die Menschen. Die Seebrücke wird weitergehen. Heute ist ein Tag, es werden viele folgen und ihr könnt alle eigene Aktionen starten. Ihr könnt euch mit Menschen in anderen Städten verbinden. Die Seebrücke verbindet Menschen in ganz Europa, um gegen die europäische Abschottungspolitik mobil zu machen, um dem Sterben im Mittelmeer ein Ende zu machen. Und ich freue mich, dass so viele Menschen heute hergekommen sind und ich hoffe, dass beim nächsten Mal noch mehr Menschen kommen. Vielen Dank.